MTV Sat 1, 15.09. 19 bis 19.30 Uhr, Stadt unter Ulmen. Ich stelle das jetzt vor. Unter Ulmen war eine Musikshow, die wir uns ausgesucht haben. Die ist aber nicht stattgefunden. Es gab insgesamt sechs Videoclips. Ich sage mal kurz: Robbie Williams, Eternity, Sod Woman, Automatic, Salver Forever in Love, Everfeed, Let Me Blow Your Mind and One Giant Leap Braided Hair. Die zeichneten sich dadurch aus, dass die Protagonisten alle Englisch sangen, ruhige Lieder, freundliche Lieder bis zu Liebesliedern, und alles spielte sich in einem Art sommerlichen Ambiente statt. Bis auf eine Ausnahme bei Sod Woman, da gab es im Studio so ein Art Retro-Studio, auf dem dann ein Mensch mit dem Anzug sang und eine Frau tanzte, und am Ende küssten sie sich, sangen dann aber weiter und sind erschöpft hingefallen. Und in einem bei Salva fuhr eine Blondine auf einer Vespa, übrigens ohne Helm, singend aber. Und ein Mann lief am Strand zu einer Frau, die Frau auf ihn zu, die küssten sich, und am Ende war das Lied dann aus. Sie küssen sich immer. Ja, sie küssen sich immer. So. Sagen wir doch nochmal, weil die Leute es vielleicht nicht verstanden haben, es war wirklich irgendeine halbe Stunde MTV. Es war irgendeine halbe Stunde, aber 19 bis 19.30 Uhr auf diesem Sendetermin. Und also wir wollten ja eigentlich Ulmen. Moment, wir wollten eigentlich Ulmen sagen. Und nun kommt der Break. Insofern war es nicht eigentlich nur, denn in der Mitte plötzlich unvorbereitet eine Unterbrechung dieser Videos, und Sting wollte sein Lied Fragile, ne, singen. Es war ja gar keine Unterbrechung, das war sozusagen das nächste Video. Es war einfach, da kam das Video, man mit der Zeit rein und hat festgestellt, irgendwie, das ist eine live aufgezeichnete Sache vom Abend davor. Genau. Das hat aber echt einen Moment gedauert. Er bricht ab, Schweigeminute, anschließend Werbung, und die zwei noch verbliebenen Videos laufen. Frau Sichtermann, was halten Sie davon? Oh, wissen Sie, Herr Panzer, MTV ist nicht mein Sender. Gut. Ich gucke das sonst nie, und ich frage mich, ob man Musik wirklich von Bildern begleiten soll, seit der Erfindung dieser Videoclips, dieser Musikvideoclips. Ja. Ich weiß nicht, ob diese Erfindung, die ja sehr erfolgreich ist und sich überall durchgesetzt hat, ob sie wirklich so segensreich ist und der Musik hilft. Denn möglicherweise ist die Tatsache, dass das Niveau der Popmusik sinkt und sinkt, damit verwandt ist das der mit Fall? Der Tatsache, ja, wir können das hier nicht beweisen, ich stelle das jetzt einfach mal so hin. Ja. Hat es was damit zu tun, dass man sich an diesen Bildern festhakt mit seiner Aufmerksamkeit und damit der Musik ihr großes Mysterium, dass sie nämlich auf uns wirkt, wir wissen nicht wie. Ja. Sie wirkt durch den Klang. Und sie evoziert vielleicht auch bildliche Phantasmen in uns. Die werden uns geraubt dadurch, dass sich da immer welche küssen und ohne Helm rumfahren. Ja, ja. Was hat das mit der Musik zu tun? Aber immer am Strand, und erstaunlicherweise. Leuchtet total ein, finde ich. So, Herr van Usler, ja. Ich würde im Gegenteil, also ich habe mich zunächst mal irre gefreut, dass am Anfang gleich Robbie Williams und Eternity kamen. Ja, wo er als Bankräuber ja abgeführt wird am Ende. Unter anderem, ne? Ja, genau. Ja. Und was ich wirklich für einen kleinen Kinofilm halte oder einen komprimierten, er bringt ihr immer Sportarten oder Scorsese-Film. Ich finde den ganz, ganz toll. Und das finde ich ist ein Beispiel, wo vielleicht das Video wichtiger ist als der Song. Also der Song ist irgendwie, weiß gar nicht, ob der ohne Video so gut funktionieren würde. Ich hoffe, du findest deinen Frieden für ewig, habe ich jetzt also mal gesagt. Also so eine Komprimierung von wirklich, also es ist die, für mich ist es die nackte Freude, das wirklich zu sehen, weil und weil es eben wirklich so eine Datenmenge ist von so vielen kleinen Dingen stattfindet. Wir haben ja lustigerweise da unsere Regel verletzt und haben diese Sendung zusammen angeguckt. Aha. Heimlich. Ja. Moritz hat irgendwie sozusagen gerade bei diesem Video irgendwie eine Fülle von Flash-Informationen aufgefasst, kommentiert, irgendwie wahrgenommen, oder? Ich versuche es nochmal kurz zu sagen, in dem Fall, weil es in dem Fall wirklich so ist, dass ein Popstück sich nach Mode richtet. Also genau. Es gibt so unglaublich viele Mode-Details und Daten, die da durchgegeben werden. Und nur in diesem Stück ein oder Beispiel in all diesen? Mal in, allem. In all diesen, ja, besonders ja, in dem. Ja. Es sind halt wirklich sehr schöne, also so ein, ich habe jetzt gehört danach noch von jemandem, das sei wirklich die Verfilmung von einem Modespot, Versace-Spot von Steven Meisel. Dann gehen Sie doch auf eine Modenschau, da haben Sie dann die Mode. Nein, aber das ich ist weiß doch nicht, schön. Multimedia-Geschichten, das eine raubt immer dem anderen was. Und am Ende kommt irgendwie so ein Salat bei raus. Verzeihung, davon reden wir die ganze Zeit, wenn wir übers Fernsehen reden, wenn ich über Spiegel TV rede, dann reden wir immer über diesen
sozusagen Datensalat, der die verschiedenen Sinne anspricht. Das ist ja das Problem des Fernsehens. Und das Wunderbare an MTV ist kaum Musik. Und das Wunderbare, das stimmt, aber sozusagen. Das Wunderbare an MTV ist, dass man sich sozusagen anders auf das Ineinander dieser beiden Momente, Bild, Musik und Text, konzentrieren kann. Und dass die Macher der Videos sozusagen diese ästhetische Grundproblematik des Fernsehens zentral als ihre Aufgabe betrachten. Und auch dauernd Wissen darüber prozessieren. Ich finde, dass man von diesen 6 Videos, die wir da gesehen haben, war sozusagen dieses eine Video State of the Art, das Beste, was man irgendwie in der Kategorie kriegen kann. Die anderen haben das durchdekliniert, was man darüber weiß. 90% der Videos haben sozusagen einen gewissen Trash-Level, wo bekannte Muster irgendwie durchagiert werden. Und trotzdem wird insgesamt eine Art von Nervosität für diese Problematiken. Was ist zu sehen, was ist zu hören, wie gehört das zusammen und wie fällt das auseinander, hergestellt und prozessiert. Ich würde ganz gerne nochmal auf unsere Sendung, Sendung jetzt in dem Falle zurückgehen, also auf diese 19 bis 19.30 Uhr, die hatte ja auch eine Dramaturgie, denke ich. Also, dass zufällig, genau. Ich weiß nicht, ob es zufällig war, sondern alle Dinge waren ruhige Songs. Es gab keinen richtigen, es gab auch keinen destruktiven Song. Es waren alles Liebeslieder. Und am Ende dieser halben Stunde stand ja dieser globale Song, also von One Giant Leap, also wo alle Menschen zusammenkamen, gewissermaßen eine Aufforderung. Schlimm. Bitter. Eine Weltkultur. Aber mein Fazit bei dieser ganzen Sendung war, dass eigentlich die Musik, wie sie MTV bringt, eine globale Musik ist, eine friedliche Musik, und sie ist westlich orientiert. Und es ist gut so, dass die westliche orientierte Musik in der Welt diesen großen Erfolg hat. Die ist auch ganz schön asozial im Zweifelsfall, weil gerade MTV viel Rap sendet und da sind die Videos zum Teil brutal hart. Und man kann irgendwie sozusagen, wenn man jetzt nicht gerade unter den jetzigen Bedingungen irgendwie MTV einschaltet, da kann man irgendwie sozusagen das härteste West Coast Crime, Phantasma, das sich irgendwelche Halbasozialen, die Künstler geworden sind, da vorstellen können. Mhm. Irgendwie als Westlicher anschauen. Und so wird es ja auch gemacht und benutzt. Und das ist ja auch ein Vorteil sozusagen dieser Weltkultur, dass sozusagen diese lokalen Bedingungen, als das gilt ja, also bla bla bla. Die Stärke. Okay. Ja, aber durch was entsteht diese unheimliche Freude auch nicht bei jedem? Ich glaube eben, dass natürlich MTV... Bei mir entstand schon eine Freude, aber das ist auch gut. Ich glaube, dass man wirklich auch was wissen muss und wirklich diese vielen Details müssen ja etwas auslösen in einem. Und natürlich ist Popmusik nicht was man einfach ahnungslos gut finden kann, sondern man muss ein bisschen was wissen auch. Und dann auf dem Hintergrund einer persönlichen Geschichte fern. Ja? Man nimmt alles auf nach Maßgabe dessen, was sich schon angesammelt hat im Leben. Und für mich war der Durchbruch der Videoclips, die ich auch in meiner Jugend die Rockmusik sehr geschätzt habe, sagen wir mal der Übergriff der visuellen Reklame, ja, in ihren raffiniertesten, aber auch in ihren plumpesten Methoden auf die Musik und auf den Rhythmus, der für mich etwas Leibliches ist. Ich sehe gerne auf dem Schirm die Band, die spielt, ja, die Musik produziert. Hat Ihnen das Ding aber in gefallen? Dem Moment, in dem der Typ oder die Dame auf dem Motorrad ohne Helm fährt. Aber irgend so ein Latino-Staat war das. Sehe ich. Ja, da sehe ich einfach, jetzt kommen die Reklamefilme, ja, jetzt kommen diese visuellen diese Reklamefilme Agenten, haben so viel, das ist eine eigene Kultur, seit einfach 15 Jahren. Hier kommt Kultur. Das Glück, ist doch herrlich. Ja, die Frage ist, welche Kultur greift auf welche über? Ja, alles klaut voneinander. Wir reden immer über Multimedia. Und man muss auch mal sehen, dass die Vermischung von Stilen, die Synästhesie, also von verschiedenen, das Ansprechen verschiedener Sinnlichkeiten auch stören kann. Ja? Es kann auch überfordern. Ja, überfordern, aber es kann auch Sachen zerreiben oder neutralisieren. Das ist auch möglich. Darüber werden wir immer wieder sprechen, wenn wir über Fernsehen reden. Ja? Gut. MTV. Frau Sichtermann, Sex and the City war Ihr Vorschlag. Pro7. Ja. Durften die das? Sie haben es gemacht. Und es fängt gleich an. Man sieht in den ersten Einstellungen
Der Film spielt in New York. Es ist eine Serie, eine Comedy-Serie. Man sieht die Zwillingstürme. Man weiß, es ist ein historischer Film. Und es dürfen auch historische Filme jetzt noch laufen. Also auch Sex and the City. Hier geht es um... Glück gehabt. Hier geht es um diese pulsierende Großstadt, die im Moment natürlich lahmgelegt ist, die sich aber wieder aufrappeln wird, ja, um ihren fiebriges Tempo gesehen aus... Pulsiert die denn sehr da in der Serie? Ja, die setzen doch immer nur... Lassen wir erstmal... Ja, ach, ja, doch, sie kommt... Mit Milch drauf. Ja, oder im Chaos oder wo immer. Gesehen aus der Perspektive von vier Frauen, die alle 30-something sind, also Anfang, Mitte 30. Und sie haben Traumberufe, Journalistin, PR-Managerin, Anwältin, Galeristin, ja. Und eine von ihnen stellt dann die Frage, die sozusagen als Spruchband über dieser ganzen Serie hängt. Carrie ist eine Kolumnistin und es ist gewissermaßen die verfilmte Kolumne. Richtig. Dieser Carrie. Ja, sie schreibt eine Kolumne mit dem Titel Sex and the City und fragt ihre Freundin immer aus, was die so erleben und kriegt auch viel zugetragen, erlebt selbst viel und bringt das dann in dieser Kolumne raus. Also sie stellt die Frage, sie stellt erstmal fest, noch nie vorher gab es... in einer großen Stadt so viele schöne, erfolgreiche, verführerische, unabhängige Frauen, die einen Haufen Geld verdienen und so weiter und so weiter. Wo sind die Supermänner? Nein, Moment, jetzt haben Sie meine, ich wollte eine kleine Pause machen und dann sagen, und Sie sind da alle allein. Geht das mit rechten Dingen zu? Ja. Ist es vielleicht besser, dass sie allein sind? Ja? Reicht es, wenn man hin und wieder eine Affäre hat? Und dahinter so, allerdings eine Minute ist Vorstellung. Die, also eine Minute da Vorstellung. Wir haben fast schon unsere die Zeit Anmutung. Ja. Nein, sie suchen doch eigentlich nach Mr. Also, Wright. Ja. Also ich würde sagen, eine verfilmte Kolumne, recht schnell geschnitten und vor allen Dingen schauen die Leute einen immer an. So. Es gibt diesen einen filmischen Trick, den ich wirklich sehr nett finde, dass in der Szene raus die Hauptperson plötzlich zur Erzählerin wird. Erzählt, also neben die Szene tritt eigentlich, obwohl sie sitzen bleibt, und kurz kommentiert und erzählt und die Handlung so irrisch beschleunigt. Direkt in die Kamera rein. Als wäre man Zeitgenosse, als wäre man dabei. Die Sendung handelt im Grunde genommen davon, dass Frauen keine Männer kriegen. Und das ist, oder von Frauen um die mit 30 dass Frauen die Männer kriegen sie, aber dass Frauen keine Männer für immer kriegen. Stimmt auch wieder. Ja. Stimmt, genau, ist ein Unterschied. Und im Grunde, und eins weiter gesehen, handelt es davon, von seelischen Kaputtheiten, die ich leider zum Teil kenne. Echt? Ja. Weil das habe ich so das Gefühl, es ist completely fiktiv. Nicht nur erfunden, nein, leider. Leider, ich meine, jetzt kommen wir über tiefe Sachen. Ja, man glaubt es ja immer nicht, ne? Ich möchte nur ein Detail zitieren, Reinhard. Die Hauptperson auf dem Bett liegend, die Frau... ihre Freundin ruft an und gibt durch, du, bei mir passiert gerade was Aufregendes, der und der lädt mich zum Abendessen ein. Und dieses Gespräch, wie es dann stattfindet, so, hallo meine Süße, sagt sie zu ihrer besten Freundin, ist genau der Talk oder genau die Formulierung, die ich wirklich von Mädchen kenne, Schluss aus, tut mir leid. Damit sage ich nicht, dass das allgemein die Realität ist, sondern ich sage, es ist so eine Art von... Es hat überhaupt nichts mit Realität zu tun. Doch, von kaputter Großstadtrealität, die leider sogar stimmt. Ja, das geht gut. Mir extrem auf die Nerven übrigens. Aber das ist was anderes. Ich glaube, dass es sozusagen eine Realität ist, die ganz aus der Frauenzeitschriftenwelt kommt und darin auch kurzgeschlossen ist. Sozusagen diese Kolumnistin, die hat ihre Kolumnen geschult an irgendwelchen davor geschriebenen, vor 10 Jahren geschriebenen Kolumnen über das Sexleben in New York. Gibt es ja eine ganze Geschichte sozusagen dieser... Es gibt dieses Buch. Es gibt dieses Buch, aber es gibt Bücher davor, gab es in den 80er Jahren. Ja. Und es gibt sozusagen eine Frauenzeitschriftenwelt, in der die jungen Redakteurinnen als Leserinnen dieser Frauenzeitschriften und alle keinen Schritt weiterkommen. Und sozusagen dort ein Regime sozusagen ganz spezieller Schwachsinnigkeit und Frustriertheit, aber sozusagen, und wenn man sozusagen nochmal umkehrt von der funktionalen Seite her sieht, es wird Decktext verwaltet, unter dem dann quasi wirkliche Emotionen stattfinden können. Man kann über Sachen reden, kann sich scheinbar ehrlich über Sachen austauschen, um in Wirklichkeit sozusagen nicht gar nichts sagen zu müssen, aber auch nicht die Wahrheit rauspacken zu müssen. Und gerade wenn sozusagen sich die Leute besonders bösartiger Motive bezichten,
Verdächtigen. Dann kann man sicher sein, das ist ein ausgedachter Decktext sozusagen. Das wird so gesagt, weil dann im Schutz dieser sich selber darstellenden Scheußlichkeit kann man wirklich fies werden. Aber Reinhard, die Mädchen reden so, weil sie eben auch... Ach, die reden doch nicht, Es gibt aber auch andere Mädchen, aber es ist eine Realität. Die Frau, es ist eine Realität, aber wirklich eine ganz spezielle. Und man muss auch sagen, der Film ist extrem historisch, wenn er 98 stimmt. In New York, es kommt einem so Wahnsinn, und zwar jetzt nicht wegen den Ereignissen, sondern wegen gedacht, 98, ja. Es ist so fucking dated alt. Dated alles, ja. Es ist so dated, es ist Mitte der 90er Jahre und diese Zeit ist echt vorbei.